Hallo, Claudio Schießen, mein Name. Willkommen zu On The Grid. Wir sind heute in der Grazer Herrengasse und die Identitäre Bewegung Österreichs hat einen Stand hier veranstaltet. Der Mann ist, glaube ich, soweit bekannt, Martin Sellner. Warum bist du hier? Stell dir mal kurz vor, wer du überhaupt bist und was ist die Identitäre Bewegung? Die IB ist mittlerweile die Bewegung in Österreich für Patriotismus, Schutz der Grenzen und Kritik von Massenabwanderung und Islamisierung. Wir hatten heute nicht nur einen Stand, wir haben ein Projekt gestartet, das nennt sich Identitäre Zone, IB-Zone. Hier haben wir ein Zelt, wir haben Liegestühle, die Leute können kommen und mit uns ins Gespräch kommen. Wir sind hier schon seit 5 Stunden. Ich habe gesprochen mit Kommunisten, mit Neos, mit Linken, mit In- und Ausländern und habe allen erklärt, wofür die IB steht. Und zwar ein fruchtbarer Abend. Wir konnten Leuten zeigen, wir sind Patrioten, wir wollen unsere Ziele friedlich umsetzen. Und wir haben eine legitime Kritik an der Einwanderungsgesellschaftsrüstung. Das Thema Einwanderung ist immer wieder ein Thema bei euch. Ihr seid ja insofern bekannt geworden durch die Flüchtlingskrise 2015 mit verschiedensten Aktionen. Warum setzt ihr euch so ein? Und ein Thema ist ja immer wieder das, ihr habt immer wieder auch mit Straßenaktionen für Aufsehen gesorgt. Was ist da die Idee dahinter? Wir haben leider merken müssen, dass während der Asylkrise, die eigentlich eine Flüchtlings- oder eine Einwanderungskrise war, viele Leute Angst haben, ihre Meinung, ihre Stimme zu sagen. Viele Patrioten, die schweigen mehr in Österreich, die jetzt Gott sei Dank auch an den Wahlen die Regierung geändert hat, ist verstreut, vereinzelt. Und mit unseren Aktionen wollen wir die Leute aufrufen, mit solchen Raumnamen wie mit dieser IB-Zone wollen wir den Leuten zeigen, es gibt Patrioten, die zeigen Gesicht und es ist legitim in Österreich, die Einwanderung, die Multikulti-Politik zu kritisieren. Dafür steht die IB mit offenem Gesicht, ohne sich zu verstecken, mit offenem Visier zu sagen, wir sind Patrioten, wir stehen zu unserem Land, wir wollen Multikulti nicht. Du sprichst davon, dass sich Gott sei Dank die Regierung geändert hat. Ich nehme mal an, deine Favoriten sind ins Parlament gekommen. Aber die eigentliche Frage ist, warum treten Sie selber nicht zur Wahl an? Wir treten nicht zur Wahl an, weil es uns um die gesamte Gesellschaft geht. Wir wollen einfach den Linken, den Linksliberalen, den Multikulti-Fans nicht die Straßen überlassen. Wir haben bis jetzt immer Aktivismus, Demonstrationen für sich gebracht gehabt, warum wir die Patrioten so viel Angst haben, auf die Straßen zu gehen. Und jetzt sagen wir nein, wir wollen auf die Straße gehen, wir wollen friedlich Protest machen. Manche nennen uns ein patriotisches Greenpeace, weil ich glaube, es braucht neben politischen Parteien und eigentlich freien Medien, wie zum Beispiel auch dem Blog, es braucht auch eine patriotische Kraft auf der Straße, um Aktivismus und Aktionismus einfach Zeichen setzt. Womit mich eine Frage doch ziemlich sozusagen treibt, ist, eine der größten Migrationsgruppen sind eben nicht Leute aus dem Süden, sondern eher Leute aus dem Norden, also Deutschland. Da spricht man ja auch immer wieder vom Germanismus auf österreichischen Universitäten, dass eben hier eine Verdrängungspolitik stattfindet. Wie siehst du das? Müssen wir uns vor dem sogenannten großen Bruder, und ich verwehre mich gegenüber dem Begriff, absichtlich, müssen wir uns von den Deutschen fürchten oder von anderen europäischen Staaten, wenn es schon um das Thema Migration allgemein geht? Das ist eine interessante, gute Frage. Migrationsthematik ist vielschichtig. Das Hauptproblem haben wir natürlich mit der nicht-europäischen islamischen Migration, aber auch innereuropäisch finde ich, ist da viel im Argen. Ich muss auch sagen, ich als Student habe es vor allem erlebt bei den Arbeitsplätzen, weil wir als Wiener Studenten, jetzt haben da die deutschen Studenten die ganzen Studentenjobs weggenommen, weil die waren meistens pünktlicher, fleißiger und freundlicher und wir grantigen Wiener, wir Grantschirmen, haben dann die Studentenjobs bekommen. Ich sehe das im Moment nicht als eine immanente Bedrohung, weil es unsere Gesellschaft nicht derartig bedroht wie die Islamisierung und ein großer Austausch durch nicht-europäische Einwanderer. Aber ich glaube, in einer sinnvollen europäischen Zuwanderungspolitik ist auch das Überlaufen von Universitäten, ist auch der Sozialmissbrauch durch osteuropäische Zuwanderung abzudrehen und jeder Raum hat seine eigene Politik und seine eigene Kapazität. Also Europa der Vaterländer. Absolut, es ist ein Europa der Vaterländer, das wir wollen, in dem es eine Vielfalt in der Einheit gibt. Jetzt eine letzte Frage noch. Du bist ja auch selber als Blogger aktiv, bist auf YouTube und so weiter. Wie siehst du die aktuelle Gesetzgebung in Österreich? Wir haben schon mal über das Thema geredet. Und das zweite ist, wie finanzierst du dich, respektive kannst du aus dem, was du jetzt machst, schon ein Auslangen finden? Ich beantworte die letzte Frage zum ersten Nein. Es ist zum, wie sagt man so schön, es ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Das ist ja auch nicht mein Haupt- und Brotberuf. Ich muss allerdings sagen, dass was die Gesetzeslage betrifft, es in Österreich für freie Blogger und Vlogger einfach ein riesiger Graubereich ist, eine unglaubliche Rechtsunsicherheit herrscht. Ich habe übrigens versucht, das irgendwie steuerlich abzuklären, was ich überhaupt mache, gewerberechtlich. Und es gibt ja sogar Bestrebungen, dass wir dann wie Fernsehsender agieren und aufbauen müssen. Also ich hoffe sehr stark, dass auch diese neue Regierung im Sinne von einer direkten Demokratie
für die freien Medien wichtig sind, für Independent Vlogger und Vlogger auch einen Rahmen schafft, in dem man einfach diesen wichtigen demokratischen Aufgabe nachdenkt. Also mit einem Wort mehr Pressefreiheit. Absolute und totale Pressefreiheit, denn die Informationsfreiheit und der freie Meinungsfluss, das ist die Voraussetzung für die freie Meinungsbildung und damit für die Demokratie. Danke fürs Gespräch und gute Heimreise. Vielen lieben Dank, ich danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.